Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gloomhaven mit Sisket. So ist es, und wir sind dieses Mal nicht zurück nach Gloomhaven gegangen, um uns sämtliche Stadt- und Wegbegegnungen zu ersparen. Aber deswegen müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen zusammenfassen, wo wir uns hier gerade befinden und was das alles soll. Genau. Ja, wir sind direkt, nachdem wir Rotdorn befreit haben, in diesem Inox-Sklavenlager mit ihm weitergezogen, um seine Kollegen hier aus dem nächsten Ort zu befreien, von den Inox gefangen gehalten werden, ne? Ganz Und der soll genau. jetzt helfen. Ja, der macht Bewegung 3, Angriff 3 und immer mit Initiative 1, offensichtlich. Ja gut, na, jetzt kann man sagen, immerhin greift er jetzt auch mal mit an. Das hat er ja im Szenario vorher nicht getan. Das ist Aber warum der richtig. jetzt immer die Initiative 1 haben muss, naja. Schauen wir mal. Jetzt zieht er mir schon mal die minus 2. Ist richtig gut. Stellt sich der Heinz direkt schützend davor. Ach, die haben schon wieder Vergeltung. Die meisten haben hier Vergeltung. Sehr unschön. Musst du dich jetzt da hinstellen? Zu spät, ja. Ja, aber damit kann ich doch nicht mehr angreifen. Ja, zu spät. Ja, richtig geil. Richtig geil. Kompletter Zug kaputt. Was? Wer entscheidet, ob das Ziel eine Karte verbrennen oder Schaden nehmen soll? Was? Was ist das für eine Scheiße hier? Woher soll ich das wissen? Wieso sollen wir eine Fertigkeitskarte verbrennen? Die hat doch nur ein bisschen Schaden gekriegt. Niemand. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, du musst jetzt offensichtlich mit einem Charakter entscheiden, ob der Antride da hinten jetzt Damage kriegen soll oder eine Karte verbrennen soll. Okay. So verstehe ich das jetzt. Ah, okay. Verstehe. Jedes Mal. Hauptsache, die greifen direkt die Gefangenen an. Klar, ey. Okay, das überspringen wir mal. So, was machen die? Oh, das war ganz gut. Das war doch ganz gut. Die macht die ganze Zeit die Leute nur kampfunfähig. Drei, vier Flüche. Und vier Segen. Und dann holt er sich das Betäuben zurück. Na toll.
Okay. Oh, 6 Schaden ist übel. Sechs Schaden ist übel. Ja, doch, wir müssen hier mal durch, ne? Ja, der haut ganz gut raus gerade. Er braucht auch neues Zeug. Der ist doch nicht schlecht. Das wird jetzt schwierig, das. Ah, Gott sei Dank hat der einen Fluch gezogen. Mal 2 ist klar. Der Böse jetzt. Also den brauchst du nicht angreifen, ja? Den eigentlich auch nicht. Den mache ich ja gleich tot. Den mache ich gleich tot. Ja, auf den wollte ich nicht. Ich wollte auf den Wuffel. Ah, okay, ja, super. Ja, dann, ja. Oh nice, eine Runde. Jupp. Was macht der Rotdorn da? Oh nein! Nee, Was? doch, alles gut. Schon gut. Glück gehabt. Du müsstest mal genau. Ach, guck mal, der greift den an. So, ich weiß jetzt nicht, wie das hier geht. Ich auch nicht. Klick mal die obere Aktion an. Kannst du die irgendwie verfallen lassen? Nee, ne? Jetzt machen Angriff überspringen, aber Nee, 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 die obere Aktion, nicht den Angriff. Warte mal, steht da. Können auf eine obere Aktion verzichten und diesen Antrieben zu befreien. warte mal. Ah ja, warte, so geht das. Hast du den angeklickt jetzt? Ja, da kommt so ein extra Zeichen und dann musst du das anklicken. Ah, okay, super. Das sieht aber jetzt aus, als hätte ich den getötet. Ja, aber ich hoffe nicht. Werden wir gleich feststellen. Oh mein Gott. Also ich wollte den befreien und nicht töten. Ja. Wir sehen das jetzt an Rotdorn, ne? Ob das geklappt hat. Wir sehen das jetzt gleich, genau.
Eigentlich muss der Rotdorn da mit dem kämpfen, ne? Erstmal hauen wir den hier weg. Dann muss ich mich ein bisschen langsam in die Richtung bewegen. Anders geht's ja nicht. So, und der Bef. Scheiße, die sind vor einem dran, ne? Elite-Wache. Ja. Das heißt, ich muss jetzt den hier spawnen, damit er den angreift. Ich weiß halt nicht, ob er das noch tut. Der müsste eigentlich, ja. Er müsste eigentlich. Schauen wir mal. Ja. Ja, komm, du musst jetzt nicht auf den Typ mit einem Leben gehen. Das kann auch meine Pflanze leicht machen. Das mache ich auch nicht. Du kannst deine obere Aktion verzichten, um einen angriffenden Gefangenen zu retten. Ja, genau, ja, genau, das machen wir. Super. Ja, okay, das passiert dann bei dir auch. Dann werde ich den jetzt wohl nicht getötet haben. So, jetzt müsste der Grimwolf auch mich angreifen, ja. Das passt doch. Oder da hinten, den müssen wir noch. Ja, das ist so. Bitte? Ein bisschen was halte ich ja auch. Ja, halb so wild. So, der Rotdorn, der kann jetzt auch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, ne? Ach, diese Grimmwölfe, die machen schon wieder Mist hier. 41 ist okay. Nice. Wo ja, macht er denn Angriff 5? Ja, weil wir zwei getötet haben, zwei befreit haben. Ach, ja. Der macht dadurch mehr Schaden, ja, habe ich da vergessen. Ach, die können gar keinen mehr angreifen, ne? Das passt ja gut. So, du klopfst jetzt auf den Wuffel, oder? Ja, ich wollte mich eigentlich heilen, aber der macht einen zweimal einen Dreier Angriff. Das heißt, ich werde den jetzt wohl betäuben. Es ist wohl besser. Echt, jetzt betäube ich den doppelt. So, dann hole ich mir zwei Karten zurück. Und da werden wohl zwei Angriffe kommen müssen. Ein bisschen heilen kann er sich ja noch. Ja, und tschüss. Ja, ich hau jetzt hier mal den Wuffel. Beiden. Wieso mache ich denn jetzt da? Bitte? Ja, nee, schon gut, schon gut. Dann kann ich jetzt aber leider nicht hier, obwohl meine Pflanze müsste den erledigen, ne? Ja, nur in der nächsten Runde. Der macht jetzt noch einmal was, ja. Achso, soll ich dann doch lieber hier stehen bleiben und das abfangen? Nee, geh ruhig mal hier hin. Schon okay. Da wolltest du ja auch hin, ne? Ja, ich dachte, dass ich den dann gleich hier irgendwie befreie. Ja, ja. Aber warte mal, ich glaube, ich muss mir dann schon eine Karte zurückholen, sonst. Nee, muss ich noch. Warte, warte mit der Bewegung. Ja, okay, das müsste noch passen, ja. Nee, ich muss mir eine Karte zurückholen. Ja, das passt doch. Ich habe mir ja auch schon jeweils eine Karte zurückgeholt. Okay.
Der ignoriert den jetzt mal hier. Oder Vergeltung 4 einfach. Das ist immer besonders schön. Na gut. Die haben aber echt übelste Betäubung. Vergeltung hier, die Leute. Ja, deswegen lohnt sich das für mich eigentlich auch nicht, irgendwas zu spawnen. Das stirbt halt alles sofort. Na, so ein bisschen schon, ne? Ja, außer die Pflanze, ne? Weil die halt auf Reichweite angreifen kann. Das war gut. Das war gut, ja. Bäm. Hast du gesehen? Killer-Termite. Ja. Ihr hilft denen jetzt ein bisschen schneller zu töten. Ich habe euch nochmal alle gestärkt. Auch die Pflanze und den Rotdorn. Ja, sehr schön. Ja, ist doch gut. Läuft doch ganz gut. Würde ich erstmal so behaupten. Oh nein. Die Grimmwölfe sind übel. Scheiße. Die ja, einer jetzt... verendet, ja, ne? Ja, die sind jetzt aber leider. Ja, gut. Stimmt. Aber er kriegt ja richtig Schaden jetzt ab. Geht nicht anders. Oh, gut, dass der den Dingens hatte, sonst hätte den ja gar nicht getötet. Ja. Oh nein, Reichweite 2, ich komme nicht an. Ja, irgendwie lohnt es sich nicht, Schild zu machen, wenn die alle durchstechen. Haben die durchstechen? Ne, haben die nicht. Oh, Reichweite 2, das ist echt bitter. Na gut, dann werde ich jetzt jemanden Angriff 5 machen lassen. Möchtest du das machen oder? Ja, aber du, kann, nee, du kannst mich das nicht machen lassen. Ich stehe nicht an dem Gegner dran. Doch klar. Hier ist doch einer. Ach doch, stimmt. Ja, dann versuch. Okay. Ich bin ja gestärkt, ne? Ja. Ja, das ist doch gut. Dann greifen wir den mal an. Immerhin, 6 Schaden ist doch super. Und dann werde ich jetzt nochmal Schilde einfach auf uns machen. Boah, der wird zwar von alleine verendet, aber die Pflanze hatte die Schnauze voll. Richtig. Aber guck mal, der da jetzt vor dir steht, den könntest du aber auch noch töten, ne? Den müsste ich töten können, ja. Und ich kann jetzt noch irgendwo hinspringen. 5 Felder weit. Das wäre halt ganz gut, wenn ich schon mal irgendwie in Position käme. Dann könnte ich meine Position mit der Pflanze tauschen. Nach der Rast. Ja. Ich meine, da wo du stehst, ist gar nicht so schlecht. Also. Meinst du, ich soll hier einfach stehen bleiben? Ja, warum nicht? Die ist gut. Position. Ja, weißt du was, dann mache ich den hier. Ja, ein Angriff 1, ja. Ist egal. Oh, guck mal, du tötest den. Ja, schau. Ja, da könnte ich direkt zum Kühlschrank gehen, ey. Nein. Ja. So, warte mal, ich habe nur noch 10 Leben. Na, heile ich mich jetzt oder? Ach komm, ich heile mich später. Komm, das war gut. Das war gut, ja.
Das war gar nicht so schlimm. Ja, ich brauche ich gar nicht angreifen. Nee, Aber du kannst ja nicht. ich Ah, kann den nee. immerhin befreien. Doch, kannst du wohl, genau. Machen wir das doch. Das ist der Rotdorn richtig gebufft, du. Ja, da haut jetzt richtig Damage raus. Den kann ich vor allen Dingen mit der Bardin angreifen lassen. Ja, das ist doch super. So, jetzt überlege ich, ob ich den Rotdorn. Ah, der kommt da wieder nicht an. Der ist zu weit weg. Ob ich nochmal einmal angreife oder ob ich den befreien soll. Ich werde den jetzt mal versuchen zu töten hier. Ja. Ich denke, das ist okay gewesen. Heiltrank nehme ich auch später. So, ich denke, diese Runde geht schnell. Der ist halt so am ADW. Oh, der muss ich mal mit der Bardin heilen. Genau, ich versuche mal hier wieder den zu machen. Kriege ich jedes Mal meine Gegenstände zurück und dann laufe ich schon mal Richtung Tür. Alles klar. Was macht er überhaupt? Ja. Greift ganz bitterböse an. Hab aber insgesamt drei Schilde und die Wunde. Komm jetzt, Antride. Hui. Das ist doch schön, oder? Jetzt ist er richtig nützlich. Ich mach den erstmal kampfunfähig für die Runde. Oh, der hat Vergeltung 4, ne? Ja. Oh, lass mir den übrig, dass ich den töte. Oh, sehr gerne. Der macht auch nichts mehr, das ist doch gut. Aber wobei, scheiße, ich habe eigentlich einen Angriff. Aber du brauchst den, ne? Ja. Ja, ist Du okay. kannst doch den Antriden heilen. Warum machst du das denn nicht? Dann ist die Mache ich Wunde da so, auch mal mach ich weg. sowieso. Das ist doch eine untere Aktion. Ja. Ich ersetze das Schild durch Heilen. Ach, ich verstehe, okay. Ja gut. Da muss ich ja nichts mehr Musst du gar nichts machen. Nee. Na gut, jetzt kannst du dich heilen und in Position tauschen, ne? Ja. Schade, ich hatte jetzt extra noch einen Angriff gelegt. Das sind 1, 2, 3, 4. Das sind 5 Felder, die du gerade gespart hast, der Pflanze. Das ist schon extrem gut, Das ist ne? gut, ne? Und jetzt kannst du noch 3 laufen. Das ist Ja, richtig ist gut. richtig. Ich laufe aber nur zwei, ich will das Gold. Ja, es war mir schon klar. Hier steht auch nichts mehr auf, dass man jetzt ballern könnte, ne? Nee, aber ich finde übrigens die ganz schön cool. Also die Beschwörerin. Ja, das ist mir klar, dass der Charakter dir gefällt. Tja, wo geht er hin? Das ist jetzt die Frage. Gar nicht, ja. Okay, wunderbar. Hab gehört, der Heinz stürzt sich jetzt wieder todesmutig in den Raum. Ah, da ist noch eine Gegnerin, okay. Eine Kollegin. Woran erkennst du, dass das eine Frau ist? Oh, keine Ahnung. Das sieht für mich so aus. Okay. Vertiefen wir das besser nicht. Ja.
Ist okay. Ach, der Ragnarok macht immer seine 5er Angriffe zu 0, ey. Ja, das macht er gerne. Ja. So. Lasse ich den Rotor noch mal 5 laufen. Na, warum nicht? Er möge mir bitte nur nicht im Weg stehen. Ich weiß jetzt nicht, wo der hinläuft. Da. Ja, damit steht er natürlich wieder genau wieder im Weg. Meine Güte, ey. Deine blöde Termite, die versaut mir jetzt aber ständig meine Züge. Ey, du hast gesagt, okay. Wir können ja eigentlich schon mal den anderen Raum aufmachen, da sind nur zwei drin, also. Ach, die kann sogar zwei laufen dann, sehr schön. Schieß mal ruhig auf den großen, den oder? Buffel. Auf den Buffel willst du schießen? Ja, geht auch, ja, ist auch okay. Ist vielleicht gar nicht doof, dann macht er keine Vergeltung mehr. Schon guter Schaden, ne? Hm. Ah, der Rotdorn, der macht jetzt den Hund kaputt, glaube ich. Oder? Ja. Voll übertrieben. Voll übertrieben. Ja, der hätte jetzt taktisch wäre das besser gewesen, wenn er auf den anderen gegangen wäre. Ja. Ich hatte noch eine. Dann hole ich mir doch glatt den Ausdauertrank zurück. Und wir noch eine Runde mehr haben. So, das ist egal. Da kann die vielleicht nochmal das hier machen. Das war gut. Was mit der Heilung ist auch gar nicht so schlecht. Das stimmt. Geben wir es ihm. Ja, super. Ja. Ganz klasse. So ist er, der Heinz. Ich kann sich auch noch mal eine Karte zurückholen. Vielleicht noch eine, wo man sich noch mal ein bisschen bewegen kann. Hier die. So, der Quartiermeister. Wir sind jetzt aber 30 Minuten. Das wird die letzte Runde. Der wird Ihmchen erstmal angreifen. Yep.
Was macht er überhaupt? Der lähmt und macht eine Wunde. Nee, das soll er nicht machen. Und dann befreit er die andere, ne? Mhm. Na, ist doch super. Boom. Da kannst du prinzipiell schon zur anderen Tür laufen. Ja, nee, jetzt habe ich die Karten anders ausgerüstet. Achso, okay. Außerdem, vielleicht gelingt das ja, dass ich mir jetzt meinen letzten notwendigen Kill hier schon hole. Ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich, ja. Und tschüss. Das ist doch wunderbar. Ach, das Pflänzchen. Sehr nützlich. Jetzt hat zwei Fehler laufen können. Ah ne, es war da unten, ne? Ja, schon gut. Schon gut. Ja, und den Rest des Szenarios, das ist nicht mehr viel. Seht ihr dann beim nächsten Mal, das hängen wir einfach dran. Ich denke, das dauert nicht mehr ganz so lange. Macht's gut, bis dahin und ciao.